Neue Brauereien sind mir ja immer eine Herzensangelegenheit. Bei der heutigen Brauerei gehen wir in den ganz hohen Norden Deutschlands. Und ich wusste schon vor ein paar Jahren, glaube ich, dass es diese Brauerei geben wird. Welche Brauerei es ist, wo sie steht und vor allem, was wir für ein Bier heute haben, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir mal ein bisschen auf Entdeckungsreise geht, denn es gibt ja immer wieder neue Brauereien, die aufmachen und wenn ich dann mal so meine Finger daran kriege, dann versuche ich natürlich auch die Biere von diesen kleinen Brauereien mit hier auf den Kanal zu bekommen, um vielleicht auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass die schneller und mehr bekannter werden. Und bei der heutigen Brauerei ist das hoffentlich in der Region, wo die unterwegs ist, sowieso schon der Fall, dass da quasi schon die halbe Stadt drüber redet. Die Stadt, die drüber reden sollte, ist in dem Fall Cuxhaven. Es geht um die Barke Braumanufaktur. Und ich war während der Corona-Zeit in Cuxhaven. Das war für mich so ein bisschen, ja, da konnte, glaube ich, so Lockdown-mäßig nicht allzu viel passieren und von den Einschränkungen her. Deswegen habe ich da mal Urlaub in Deutschland gemacht. Und da war es tatsächlich nicht so richtig eine riesengroße Bierszene dort oben. Hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, dass man da mehr lokales Bier bekommt. Und es gab eine Brauerei, die hat, glaube ich, irgendwie einmal im Monat so ungefähr aufgehabt, hat dann auch nur 0,75er Flaschen gebraut. Und das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn man dann mal für 10 Tage dort ist. Aber ich habe einen Gastronomen kennengelernt, der mir gesagt hat, und der hat auch eine richtig gute Bierkarte gehabt, kann man vielleicht auch sagen, der Marco vom Leuchtfeuer. Und der hat, wenn man es ein bisschen durchblicken lassen, dass da möglicherweise sich was tut. Und deswegen habe ich da immer so 2 Augen drauf gehabt. Und die Barke, das ist eins der Wahrzeichen oder das Wahrzeichen von Cuxhaven. Die steht da am Strand und kennzeichnet, glaube ich, die Hafeneinfahrt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist die neue Brauerei in Cuxhaven und sie gehen so langsam an den Start, aber ich finde es ganz spannend. Sie haben dieses Jahr 2024 also gestartet, nehmen das Cuxhavener Wahrzeichen, die Barke, natürlich gleich als lokale Identität. Bier braucht ja Heimat. Haben sich bei der Gestaltung viel lokale Größen genommen. Also nicht nur die Barke, sondern die ist ja auch hier in diesem roten Punkt und dem orangenen Punkt. Das ist die Sonne, die über Cuxhaven scheint. Und das hier, das ist Möwi. Ich werde euch auch auf den anderen Etiketten dann nochmal zeigen. Die Möwe, die ist dann auch überall mit dabei. Das ganze Bier hier ist der Klönschnack. Und warum stelle ich euch dieses Bier vor? Es ist ein Pilsner und ich glaube, man kann grundsätzlich, glaube ich, Brauereien am besten am Pilsner kennenlernen, aber wenn es sich dann um eine norddeutsche Brauerei handelt, dann braucht es auch definitiv ein Pilsner. Ich glaube, man ist da zu dritt in der Brauerei, aber der Head of Disaster, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist der Luca, 25 Jahre Brauer. Der hat in Einbeck gelernt und war dann in Groningen noch mal ein bisschen lernen und kommt selber aus Cuxhaven und hat sich gesagt, also wenn ich mal eine eigene Brauerei aufmache, was mein großer Traum ist, dann mache ich das in Cuxhaven. Und mit 25 Jahren den Traum einer eigenen Brauerei sich zu erfüllen, muss ich ganz ehrlich sagen. Chapeau, Respekt, da gehört schon ein bisschen was dazu. Anders nordisch, anders gut ist der Claim von der Brauerei, finde ich auch sehr gut, weil das zeigt auch so ein bisschen, dass man von diesem Pilz möglicherweise auch so ein bisschen in die Breite gehen will, auch dazu in den nächsten Tagen dann hier mehr. Wird in der lokalen Gastronomie ausgeschenkt. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch im Leuchtfeuer werdet ihr das Bier bekommen. Da gibt es auch viele andere gute Bierspezialitäten. Das war für mich so der Lichtblick während meines Urlaubs. Da gab es Meisel & Friends zum Beispiel aus der Großflasche und viele andere gute Bierspezialitäten. Wie gesagt, jetzt auch wahrscheinlich die Barke irgendwann. Gerstenmalz, Hopfen und Hefe sind reingekommen. 4,9 Volumensprozent Alkohol, das ist ja die deutsche Pilznorm. 28 Bittereinheiten und 11,8 Grad Plato. Und würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, wie so ein Klönschnack ausschaut. Bin jetzt zwar des Norddeutschen, des Plattdeutschen auch nicht so mächtig, aber Klönschnack ist einfach so, wenn man sich zusammensetzt und einfach miteinander so ein bisschen den Tag Revue passieren lässt und einfach miteinander quatscht. Und da soll ja ein Pilz auch perfekt zu passen. Es hat ein bisschen eine hellere, strohgelbe, blassere Farbe, aber wir haben auch eine leichte Trübung hier mit drin. Also würde dann schon fast als Kellerpilz durchgehen. Ein weißer, schön intensiver Schaum, der auch
schön am Glas oben hängen bleibt. Ja, dann schauen wir, was die Nase sagt. Oh, schön frisch, blumig, leichte Zitrusnote und definitiv ein schöner, grasiger Hopfen. Das macht richtig Bock. Und ich würde sagen, setze wohl, cheers. Freunde der Sonne, ha, das knackt so richtig, richtig schön, super frisch das Bier. Gleich so eine leichte Zitrusnote, die an den Gaumen springt, hätte ich jetzt gesagt. Helles Malz, schöner, grasiger Hopfen. Und ob dieser leichten Trübung, man merkt, es ist jetzt nicht ganz so super herb, es ist schön weich im Mund und trotz alledem schön frisch, schön knackig. Eine angenehme, schon nach vorne drückende bittere, aber auch hier nicht zu extrem, 28 Bittereinheiten. Das ist jetzt nicht das Maximum, was geht, aber das ist eben schon ganz ordentlich. Und ein schönes, leichtes Mundgefühl. Kaum Trinkwiderstand, auch die Würze eher zurückhaltend. Und ja, dezente, leichte Süße, die das Ganze so ein bisschen balanciert. Bisschen Biskuitmalz. Super balanciert das Ganze. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so muss Pilsbier für mich, wenn es dann eben nicht ja, so ganz friesisch herb sein muss, weil von der Herbe hält sich das Pils hier definitiv ein bisschen zurück. Ist da, aber eher im Hintergrund und ja, das lässt sich einfach richtig gut. Und ich habe nämlich gerade hier so beim drüberlesen, dein Begleiter für romantische Sonnenuntergänge. Ich habe mir gedacht, Pilsbier für romantischen Sonnenuntergang. Nee, aber wenn man es trinkt, versteht man es tatsächlich. Das kann man tatsächlich auch im Sonnenuntergang trinken und braucht da jetzt eben nicht die knallige Mittagssonne. Schlanker Körper, feine Kohlensäure und eine glatte, super süffige Textur. Im Nachtrunk der grasige Hopfen steht da. Es wird ein bisschen trockener. So ganz knackiges Mundgefühl. Helles Malz ist wieder mit am Start. Frisch und die leichte Säure. In jedem Fall extremst erfrischend. Der Klönschnack. Das Pilsner von der Barke Braumanufaktur. Und wenn ich jetzt eine Brauerei nach ihrem Pilsner bewerten sollte, dann mache ich das jetzt auch mit der Barke. Und von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für den Klönschnack, das Pilsner aus Cuxhaven. Und wie gesagt, ihr könnt euch in den nächsten Tagen noch auf andere Biere der Brauerei freuen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr ein Abo von dem Kanal da lasst. Dann verpasst ihr nämlich die anderen 3 Biere nicht, wenn sie hier sich ein Stelldichein auf dem Kanal geben. Von meiner Seite aus war es das heute. Ich freue mich auf viele Tipps von euch, wenn es neue Brauereien bei euch in der Nähe gibt. Und dann werde ich versuchen, an die Biere ranzukommen. Gelingt mir mal besser, mal weniger. Hier ist es gelungen. Und ich sage, das war ein richtig gutes Bier. Von meiner Seite aus war es das. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.